Moin Moin Sigros, Freunde, willkommen zurück auf dem Sigros Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships und heute wieder mit einer Flaschenpost. Ihr seht schon rechts eingeblendet, welche Themen wir heute haben und wir wollen dann auch direkt anfangen und zwar mit dem nächsten Hotfix, der angekündigt wird, nämlich das Update, jetzt wird es langsam kompliziert, 0.8.0.1.1. Ja, also wir hatten jetzt ja am Donnerstag den letzten Hotfix, nämlich 0.8.0.1. Und ja, jetzt ist quasi das ganze Zepter ein bisschen in die andere Richtung ausgeschlagen. Nachdem vorher die Schiffe, die Kapitäne, die schwommen, ein bisschen im Nachteil waren, war das Management jetzt der Flak ein bisschen, oder ist das Management der Flak jetzt ein bisschen zu stark, so dass man eigentlich kaum noch vernünftig überleben kann. Auch das Balancing halt zwischen diesen Sachen, ne? Wie die Flak mit den Flugzeugen interagiert und so eine Sachen, ist einfach nicht hundertprozentig unter den Beton gegossen. Und mit dem Update soll das jetzt nochmal so ein bisschen, ja, verbessert werden. Ja, es gibt aktuell große Schadensspitzen immer noch bei der Flugabwehrexplosion. Und das soll jetzt ab Tierstufe 8 oder höher behoben werden, indem die halt proportional steigen von Stufe zu Stufe und nicht einmal so ein richtig Knaller wird, sozusagen, dass auf T8 schon der Schaden von T10 rausgehauen wird und so eine Sachen. Und der zweite Punkt, der mit dem Update behoben werden soll, ist der kontinuierliche Schaden, der über Zeit da ausgeworfen wird. Ist ja jetzt so, dass jetzt zum Beispiel auch die Kurzstreckenflak mit der Mittelstreckenflak ein Stück weit zusammengelegt wurde, zumindest teilweise bis 30 mm eben. Und ja, das wird jetzt wohl größtenteils leicht reduziert bei einigen Schiffen, damit es irgendwie halt auch noch ein bisschen handelbar bleibt, weil man muss ja auch trotz alledem, auch wenn jetzt vielleicht einige dabei sind, die die Träger überhaupt nicht mögen oder sagen, was suchen die überhaupt im Spiel, muss ja trotzdem für alle Parteien irgendwo ein Stück weit der Spielspaß erhalten bleiben. Vorher wart ihr die Leidtragenden als Schiffskapitäne, jetzt sind es aktuell die Träger, am Ende muss irgendwo ein Mittelweg gefunden werden und genau das wird mit diesem Update 08011 eben versucht. So, dann geht's schon weiter zu dem nächsten Punkt und der nächste Punkt ist hier How it works und zwar wird hier ausführlich erklärt, wie die Flak aktuell funktioniert, welche Flugzeuge sie beschießt, welche sie zuerst rausnimmt und so weiter und so weiter. Auch wie man verschiedenen Schaden bei der Flak steigern kann, welche Kapitänskills und welche Schiffsmodule vor allen Dingen. Ja, welche Punkte beim Schiff verbessern. Mal sind es die Explosionen, mal ist es der durchschnittliche Schaden, mal ist es die Reichweite und so eine Sachen. Also von daher auf jeden Fall eine Sache. 7 Minuten und ein bisschen ist das Video lang. Lohnt sich auf alle Fälle wieder bei diesem How It Works mit reinzuschauen. Wer davon auch nicht genug kriegen kann, kann bei uns auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Wir haben uns die Mühe gemacht und haben einen englischsprachigen Artikel komplett übersetzt, inklusive Bilder, wo genau aufgeschrieben ist, und auch in Bildern dargestellt, wie diese Explosionen und so eine Sachen sich genau verteilen und wie die Berechnung der Flak-Explosion und dem Durchschnittsschaden da stattfindet. Ist ein recht anstrengender Artikel, ist sehr fachlich. Muss man also vielleicht sich einen Tee nehmen und ein bisschen durchatmen und ab und zu mal kurz auf den Balkon gehen und dann weiterlesen. Und hat viele Absätze und ist relativ lang. Also wer da Bock hat, kommt bei uns auf die Facebook-Seite und kann sich da mal in dieser Richtung ein bisschen belesen. So. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, nämlich was ihr am Wochenende an Kampfaufträgen und Verbesserungen und so eine Sachen hier mitnehmen könnt. Wir fangen wieder oben an, denn es gibt eine Verlängerung. Und die aktuelle Verlängerung ist, dass Kapitäne länger umgeschult werden können. Sie können die Fähigkeiten kostenlos zurücksetzen und ihr könnt immer noch die Verbesserung bei den Schiffen ein- und ausbauen und das alles kostenfrei. Auch wenn ihr Kapitäne jetzt zum Beispiel von Schlachtschiffen auf Kreuzer und so eine Sachen umsetzt, müsst ihr keine 500 Dublonen bezahlen. Oder eben 200.000 Erfahrung, 200.000 Silber war das so rum, dass ihr dann den 50% anlernt, sondern er ist sofort angelernt und ihr könnt da ein bisschen umprobieren und zwar noch bis zum 11. Februar 6 Uhr. Eigentlich solltet ihr ja nur bis heute gehen, den 8. Februar. Das ist also schon mal eine ganz nette Sache, ihr könnt also am Wochenende noch ordentlich rumbasteln. Über die gewertete Saison und den Rabatt bei den T9-Schiffen hatte ich schon gesprochen. Das letzte Mal hatte ich da einen kleinen Fehler drin. Und zwar habe ich da gesagt, dass dieser 15% Nachlass zusätzlich zum klaren Rabatt gewährt wird. Nein, da muss ich ganz klar sagen, da habe ich persönlich einen Fehler gemacht. Tut mir leid,
Es ist tatsächlich so, dass immer der höhere Rabatt gewährt wird. Also sollte eure Clan-Base so weit ausgebaut werden, dass ihr schon angenommen jetzt 15% Rabatt bekommt oder 20% Rabatt bekommt, dann wird der Clan-Base-Rabatt genommen. Wenn ihr aber nur 10% einer Clan-Base freigeschaltet habt, dann würde hier der 15% Rabatt greifen. Der nächste Punkt ist Stapellauf der Bismarck und der Dreadnought. Und zwar von heute, dem 8. Februar bis zum 15. Februar, habt ihr die Möglichkeit, mit diesen Schiffen extra Signalflaggen zu erfahren. Ist relativ einfach. Beide Aufträge sind einmal abzuschließen. Und ihr könnt, ja, ihr müsst ein Gefecht mit jedem Schiff gewinnen. Aber da kommt der Hinweis wieder ganz dezent. Es ist beides im Koop möglich oder halt in Zufallsgefechten, Unternehmen oder gewerteten Gefechten. Sobald ihr das einmal getan habt, gibt es wieder Signalflaggen. Equal Speed, Charlie London, India, Bravo, Terra 3, Zulu, Papa Papa und Zulu Hotel. Das sind alles Ökonomieflaggen. Und ja, das ist vielleicht mal eine ganz nette Sache. Kann man nochmal zusätzlich was mitnehmen. Jeweils 3 Stück, also in Summe 6. Dann läuft natürlich immer noch dieser 200% EP-Bonus. Der ging nur bis zum 8. Februar, also heute Morgen. Und ich habe eben gerade schon ins Spiel geguckt. 50% ist aktuell da angeschlagen. So. Das war dann die ganze Geschichte. Was immer noch läuft, ist, dass ihr euch diesen Premium-Kapitän der Pan-Asien-Leute hier erspielen könnt. Hier ist nochmal genau aufgezeichnet. Ich hatte in der letzten Flaschenpost schon erzählt oder einer der letzten Flaschenpost erzählt, wie das funktioniert, was ihr machen müsst mit Elite, mit Kapitäns-EP erfahren, also XP erfahren und hier Base-XP erfahren. Und dann bekommt ihr am Ende diesen netten Kapitän. Fly Strike Win, eine neue Direktive ist online aktuell, die ihr spielen könnt seit Mittwoch, dem 6. Februar bis Mittwoch, den 13. Februar. Könnt ihr euch wieder 7 Mond-Neujahrscontainer zusammenfahren, Tarnmuster, Creditpunkte, Elite-Kapitäns-EP, 5000 Kohle ist auch wieder dabei. Also habt ihr da einiges vom Orient-Festival, was zurzeit aktiv als Aktion im Spiel angeboten wird. Und dann ist heute der 8. Ihr könnt also über die täglichen Aufträge heute 300.000 Creditpunkte zusammenarbeiten. Hier stehen immer die Punkte, die ihr zusammen, wenn ihr alle Aufgaben erfüllt, also alle 6, dann kriegt ihr am Ende 300.000 Creditpunkte. Ja, am 9. gibt es dann Elite-Kapitäns-EP, Kohle und so weiter. Und am 10. haben wir hier Sierra Mike, Signale, Sierra Hotel Yankee und wieder 400 Kohle und so weiter. Also sucht euch einfach raus. Am 14. ist das nächste Mal, dass ihr eben wieder EP erfahren könnt, wenn der Samstag abgelaufen ist. Hier ist so eine nette Liste und Terminkalender, kann man sich das ganz gut angucken. So, dann geht's weiter und zwar mit den Angeboten. Aktuell sind ja doch sehr heiß begehrt, mal wieder ein bisschen was in die Luftabwehr reinzustecken. Solltet ihr daran Interesse haben, es ist nur eine reine Information. Ich möchte hier nicht zusätzliche Werbung machen, in dem Sinne, ihr solltet auf jeden Fall Geld ausgeben. Überhaupt nicht. Es ist eine reine Information für euch. Aktuell ist die Kit im Angebot und wer da vielleicht schon mal ein Auge drauf geworfen hat, ist ein T8-Zerstörer mit einer relativ guten Flugabwehr. Vielleicht ist die Kit ja was für euch, wenn ihr denn möchtet. Und sonst gibt es eigentlich keine besonderen großen Angebote. Doch, Valentinstag ist jetzt neu dazugekommen. Da gibt es wieder die Tarnungen, die eben die ganz normalen Standard-Tarnungen haben, Tarnungswerte haben hier. Also minus 3% Erkennbarkeit, plus 4% Streuung, 100% EP im Gefecht und 100% Kapitäns-EP in jedem Gefecht. Ja? Außerdem gibt es eben noch 7 Tage Premium-Spielzeit für World of Warships alleine da drauf, was euch nochmal ein bisschen mehr EP bringen kann. Das war es dazu. Und jetzt kommen wir zur Azuma, Yoshino und Neustrashimi. Denn da gab es auch heute neue Nachrichten. Und zwar geht es darum, dass heute veröffentlicht wurde, wie diese Schiffe ins Spiel kommen werden. Und zwar in der Zukunft wird die Azuma als T9-Schiff aktuell im Test für Free XP verfügbar gemacht werden im Spiel. Wann genau, weiß man nicht. Aber es ist schon mal angekündigt. Wir wissen jetzt schon mal ganz konkret und offiziell, dass es Free XP sein werden. Ich vermute mal, weil basarische Fähigkeiten für 1 Million Free XP könnte ich mir das vorstellen. Ich denke mal, die Alaska und die Azuma sind ja jetzt dann auf einer Stufe so ungefähr. Von daher könnte das passen. Die Yoshino, das ist ein Name, den haben wir vorher vielleicht noch nicht so häufig gehört. Das wird der Nachfolgekreuzer für die Azuma. Die Azuma war ja vorher ein T10-Schiff, wurde dann genervt, es wurde Hydro entfernt, es wurden Trefferpunkte entfernt, es wurde ein bisschen was an der Panzerung gemacht und so eine Sachen.
weil er den Charakter der ursprünglichen Azuma wohl zerstört hätte. Und deswegen haben sie jetzt gesagt, ja, machen wir nicht ein neues Schiff draus und wir machen jetzt noch ein neues T10-Schiff draus, was dann wieder alles das hat, was die Azuma früher hatte. Und wer weiß, was noch so ein bisschen kommt. Vielleicht lassen sie sich noch was Neues einfallen. Das wird dann für Kohle ins Spiel kommen. Und die Neustrashimi ist ein sowjetischer Zerstörer der Tierstufe 9. Ein Torpedozerstörer gibt es ja bei den sowjetischen Nation nicht ganz so häufig. Sind ja doch eher Gandides ziemlich häufig. Und ja, es wird jetzt dann eben für Stahl ins Spiel eingeführt werden. Neustrashimi, T9-Schiff. Ich bin mal gespannt, wie viel Stahl sie dann dafür haben wollen werden. Veröffentlichungstermine gibt es dafür noch nicht. Die gibt es dann später auf der Spieleseite und natürlich hier bei der Flaschenpost oder bei uns auf der Facebook-Seite hier. Secret, sobald da Termine verfügbar sind, werdet ihr das hier auf jeden Fall erfahren. So, und jetzt habe ich wieder alles für euch zusammengetragen, was in den letzten Stunden hier in unserem Hobby World of Warships, in unserem Universum oder besser gesagt auf unserem Ozean so passiert ist. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein ganz besonders schönes Wochenende. Viel Spaß bei den ganzen Sachen, die ihr so erfahren könnt. Vielleicht hat der ein oder andere das letzte Wochenende mit den Kapitänszurücksetzen verpasst oder so eine Sachen. Das kann man jetzt alles nochmal nachholen. Ihr habt nichts verpasst in dem Sinn, außer die 200% Tagessieg-XP-Bonis. Die habt ihr ein bisschen verpasst, aber das kommt auch mal wieder. In dem Sinne, bleibt uns gewogen. Wenn euch unser Format hier gefällt, unser Videokanal, wir haben ja noch ein paar andere Videos auch für euch, dann würde ich mich sehr über konstruktive Kritik zu diesem Video, aber auch gerne zu anderen Videos freuen. Dann natürlich ganz besonders, wenn ihr das gut findet, was wir hier tun, lasst uns einen Daumen nach oben da, empfehlt uns weiter und ja, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann lasst uns gerne ein Abo da mit der Glocke. Dann erfahrt ihr immer, wenn wir jetzt zum Beispiel ein neues Video hochladen oder wenn wir dann am Samstag wieder um 20 Uhr für euch live streamen vom Live-Server natürlich. Und ja, Weiterempfehlung, das ist so das Elementare zwischen den Menschen. Das kann man immer gut gebrauchen. Ebenfalls freue ich mich über jeden Kommentar. Ich lese so gut wie jeden Kommentar und beantworte den auch, wenn mir da Fragen gestellt werden. Ja, in dem Sinne. Ich hoffe auf ein schönes weiteres Miteinander, miteinander sozusagen, doppelt gemoppelt. Ich wünsche euch was, haut rein, schönes Wochenende, ne? Bis zum nächsten Video. Euer Secrets Team, euer Maracha. Ciao, ciao.